In diesem Video geht es um eine sehr dringende Botschaft von Mutter Erde und du wirst es nicht glauben, was sie uns zu sagen hat. Lady Gaia, wie ja auch ihr anderer Name ist, warnt uns und gibt uns aber auch einen Ratschlag, wie wir diese Zeit gut bestehen können. Und es ist sehr wichtig, dass du diese Botschaft hörst. Deswegen bleib unbedingt dran, damit du über alles informiert bist. Bevor wir jetzt gleich mit dieser Botschaft von Lady Gaia beginnen, möchte ich dich noch auf unsere kostenlosen Produkte aufmerksam machen. Und zwar, wenn du hier unter dem Video schaust, findest du einige Links, wo du draufklicken kannst und einfach ja dich kostenlos informieren kannst, teilnehmen kannst. Es ist sicher was für dich dabei. Schau einfach mal nach. Ja, und jetzt Lady Gaia, wie ja auch unsere Mutter Erde schon sehr lange heißt. Ich habe sie das erste Mal vor circa 15 Jahren gechannelt. Ich habe wenige Channelings von ihr veröffentlicht, einfach nur, weil das viele Gespräche waren, Botschaften waren, die jetzt noch nicht so sehr für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Im Gegensatz zu dem heutigen, was sehr wichtig ist, denn Lady Gaia möchte eine Warnung abgeben. Sie möchte aber auch von sich erzählen, was gerade alles los ist und uns informieren. Sie wird auf jeden Fall uns weiter unterstützen. Das hat sie mir versichert und sie freut sich sehr, jetzt diese Botschaft überbringen zu dürfen. Und ich wünsche dir sehr viel Freude dabei. Genieße einfach die Energien und lass dich fallen, so wie es eben für dich sich jetzt gut anfühlt. Ich werde mich einsprühen. Ich habe ein neues Auraspray gemacht von Lady Gaia. Und da sind ganz viele Energien auch drin, die uns selbst, für uns selbst wichtig sind und auch in der Verbindung zu Mutter Erde. Ja, dann schließe einfach deine Augen und genieße, was jetzt zu dir kommt. Mit tiefer Freude spreche ich heute zu dir. Mein Name ist Lady Gaia und ich bin mit den Menschen sehr verbunden seit ewigen Zeiten. Ich weiß noch genau, wie es damals war, als beschlossen wurde, dass Menschen bei mir wohnen werden. Dies war eine Entscheidung, die ich aus dem Herzen getroffen habe. Du sollst wissen, auch ich bin ein energetisches, lichtvolles Wesen und habe eine materielle Hülle mir zugelegt, damit ihr Menschen darauf wohnen könnt. Ich biete euch ein Zuhause und dieses Zuhause sollte schon immer ein Zuhause der Liebe sein. Doch bin ich oftmals enttäuscht worden, aber auch dies wusste ich vorher, als der Entschluss gefasst wurde, Menschen aufzunehmen, denn alle lichtvollen Wesen, die Engel und die Sternenwesen wussten, dass dies in der dritten Dimension geschehen wird. Und so wussten wir alle, dass ich als Mutter Erde, als Lady Gaia, mit der Dualität zu tun haben würde und sowohl gute als auch nicht so gute Dinge bei mir geschehen würden. Die Sternenvölker, mit denen ich sehr eng verbunden bin, haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich und ich bekomme sehr oft Ratschläge und Hilfe aus dem Universum, wie ich mit diesen Energien umgehen kann. Und so liegt es mir heute sehr am Herzen, zu euch, ihr lieben Menschen, zu sprechen. Ich akzeptiere und respektiere die Zeit der Wandlung und ich weiß, dass ihr durch große Veränderungen geht,
die mich genauso betreffen wie jeden einzelnen von euch. Doch manchmal ist es mir zu viel. Denn ich trage die neue Welt in mir, die gerne ans Licht kommen möchte. Und der Zeitpunkt rückt tatsächlich immer näher. Jedoch ist es so, dass die vielen Kämpfe zwischen Licht und Dunkel auch mir energetisch zu schaffen machen. Und so bin ich für jeden von euch dankbar, der mir Liebe und Licht sendet oder der meine Gewässer mit lichtvollem Wasser energetisiert. Und dafür möchte ich an dieser Stelle euch allen danken. Und so ist es eben manchmal so, dass ich durch diese Kämpfe und Kriege, die auf mir stattfinden, mitgenommen bin, dass mir manchmal die Kraft fehlt oder ich wütend werde. Wenn ich wütend werde, spürt ihr dies, ihr lieben Menschen, an den Unwettern, an den Katastrophen, die sich immer wieder ereignen werden. Und es ist ein Zeichen von mir und es ist so zu verstehen, dass ich mich auch von diesen Lasten befreien möchte, indem ich, wie ihr es vielleicht nennen würdet, explodiere. Und zwar sind all diese, die Vulkanausbrüche zum Beispiel, sind Wutausbrüche, die Energien, die sich in mir angestaut haben, lasse ich dadurch los. Denn auch ich muss dafür sorgen, dass es mir gut geht und ich in der Mitte bleibe. Und je heftiger die Kämpfe auf der Erde stattfinden, je intensiver und je blutiger sie werden, umso öfters werdet ihr von mir diese Ausbrüche wahrnehmen. Wenn es Energien gibt, die mich sehr berühren und ich weinen muss, spürst du diesen Überschwemmungen. Es ist gleichzeitig all dies, was ich tue, in der energetischen, lichtvollen Sichtweise eine Transformation eurer Energien. Denn ich bin darauf vorbereitet worden, euch, ihr lieben Menschen, in die fünfte Dimension zu begleiten. Und im Moment braucht die Erde sehr viel Transformationskraft und dies äußert sich, wenn ich energetisch wirke. Meine Zusammenarbeit mit den Sternenfreunden geschieht auf einer höheren Ebene und ich werde sehr gut unterstützt. Dieser Planet soll auf jeden Fall erhalten bleiben. Das Neue, was kommen wird, ist die Energie der Liebe der fünften Dimension, welche die Polarisationen von Gut und Böse auflösen wird. Und dieser Prozess liegt aber in jedem einzelnen von euch Menschen. Dieser Prozess ist der Prozess des Erwachens. Ich bin für mich diesen Prozess schon gegangen und die sogenannten Stürme, die Vulkanausbrüche, das Feuer, all dies sind transformative Maßnahmen, die ich unternehme, um euch behilflich zu sein. Es ist wichtig, für das Große und Ganze zu wirken und dies ist mein ganzes Ansinnen. Ich warne tatsächlich euch alle davor, dass ihr euch mehr dem Licht zuwenden solltet. Diejenigen, die heute hier zuhören, tun dies bereit. Jedoch fehlt einigen Menschen noch das Verständnis für die Spiritualität und für die größeren Zusammenhänge. Und diese Warnung gilt diesen Menschen, die nicht verstehen, um was es wirklich geht. Jedoch trägt jeder für sich selbst die Verantwortung und die Dinge werden so laufen, wie sie sind. Gottes Wege sind unergründlich und
Mein Ansinnen ist, dass alles in der göttlichen Liebe geschieht, denn ich bin in meinem Inneren ein Wesen der Liebe und ich trage das hohe Licht der Liebe in mir und dies spürst du immer dann, wenn du an mich denkst, wenn du dich zum Beispiel erdest. Wenn du dich erdest, fließt meine direkte Liebe zu dir in dein Herz. Das solltest du stets daran denken. Und je mehr Menschen mit mir über die Erdung verbunden sind, umso inniger und tiefer wird diese Liebe sein und auch die Kraft, die ich euch über die Erdung geben kann. Ihr bezeichnet mich als Mutter Erde oder Lady Gaia. Und ich trage diesen Namen voller Stolz, denn ich fühle mich verantwortlich für euch und das Neue, was sich aus mir gebären wird, das ist eine Welt voller Liebe, eine Erde, in der ihr euch begegnet und anerkennt, in der ihr euch wertschätzt, in der ihr gesund sein werdet und euch alles und noch viel mehr zur Verfügung stehen wird, als ihr braucht. Es kommen wundervolle Zeiten auf euch zu und ihr seid es, die ich euch begleite, denn ich weiß, was wir alle zu erwarten haben. Und so möchte ich jetzt jeden Einzelnen, der heute hier ist, auf meine Art erden. Und es ist vielleicht eine andere Art und Weise der Verbindung zu Mutter Erde, wie ihr sie bereits kennt. Und so werden wir nun eine kleine Übung machen. Stell dir vor, du befindest dich in der Natur, auf einer schönen Wiese. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Du sitzt auf der Wiese, schaust hinauf in den Himmel. Deine Hände liegen auf der Wiese und du bist mit mir verbunden. Und nun lass deine Liebe durch deine Hände in die Erde, in mich hineinfließen. Und lege den Fokus darauf, mich zu spüren. Streichle mit deinen Händen über das Gras. Und wenn du zu Hause bist, stell dir vor, wie es sich anfühlt, wenn du im Gras sitzt und dich mit mir verbindest. Und stell dir auch vor, wie jetzt durch dein Wurzelchakra die größte Liebe, die du jemals empfunden hast, hinausströmt in mich hinein und in den Mittelpunkt meiner Liebe. Denn dort werde ich dich jetzt empfangen, voller Freude, voller Liebe, um dir zu sagen, ich liebe dich und du bist es wert, geliebt zu werden. Und in diesem Moment strömt meine Liebe hinauf zu dir, in dein Wurzelchakra, durch alle Chakren hindurch bis in dein Herz. Und wir sind eng miteinander verbunden, mit dem Band der Liebe, der unendlichen Liebe, die es nur gibt zwischen einem Elternteil und einem Kind. Und so fühle, was diese Energie mit dir macht. Und wenn jetzt ein paar Tränen fließen, sind dies die Tränen der Erlösung und die Tränen der Liebe, die dich mit mir verbinden. Und so fühle noch einmal mit deinen Händen das Gras. Und wenn du magst, legst du dich jetzt auf den Rücken vollkommen flach ins Gras, schließt die Augen und lässt dich einfach
so weit sinken, wie du kannst. Ich nehme dich auf, ich trage dich in meinen Armen, wie ein Kind seine Mutter trägt, und ich schaue dir in die Augen, um dir zu sagen, dass du so sehr geliebt wirst, dass ich dich beschütze und liebe und wir zusammen in die neue Zeit gehen werden. Der Weg ist klar und es müssen nur noch ein paar Vorbereitungen getroffen werden, die ich für dich vollziehe. Du bist ein Kind von Mutter Erde und du bist bei mir immer willkommen. Und so spüre dieses Gefühl von Liebe und Zuneigung, deine Zugehörigkeit, und spüre, wie dir dieses Gefühl Kraft gibt, weiterzugehen, um für das Große und Ganze da zu sein. Und so bleibe noch ein wenig in dieser Energie, und wenn du später bereit bist, öffne einfach deine Augen und lächle mich an, denn wir sind verbunden, inniglich und tief. Danke, Mutter Erde, für diese wundervollen Worte. Ich danke dir, dass du heute hier bist. Und ich möchte gerne, dass wir jetzt Mutter Erde unsere Liebe schenken, als Dank für alles, was sie uns gerade gegeben hat. Und so öffne dein Herz und lass diese Liebe in die Erde hineinfließen. Und spüre, dass alles gut werden wird. Spüre dich selbst und deine Kraft und Zuversicht. In tiefer Liebe zu euch allen, eure Smarana.